Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Wir spielen heute mal vollkommen unvoreingenommen und ohne irgendwelche Pflichtgefühle Lords of the Fallen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit einem neuen Spiel. Neues Spiel. So, hier ist mein normaler Spielstand. Und ich würde mal sagen, wir nehmen natürlich jetzt einen komplett neuen. Neu. So. Wir müssen jetzt die Magie auswählen. So, für die, die das Spiel nicht kennen, Lords of the Fallen ist, oder wird ganz gerne als der kleine Bruder von Dark Souls bezeichnet. Also das Spiel ist nicht ganz so schwer wie die anderen Spiele, also wie Dark Souls oder Bloodborne, aber es hat auch seinen gewissen Schwierigkeitsgrad. Und irgendwie ist das mehr meins als alles andere, würde ich mal sagen. Und die Musik ist gerade mega laut, Alter. Musik ein bisschen lauter machen, warte. Oh ja, schon besser. Oh ja, sonst brüche ich hier voll in das Mikro rein, das muss auch nicht unbedingt sein. So, wir können jetzt eine Magieklasse auswählen. Wir haben, und zwar Prügel, Täuschung und Trost. So, Prügel und Trost habe ich beide schon ausprobiert. Ich habe das Spiel übrigens auch auf dem PC in der Game of the Year Edition. Dazu werde ich auch gleich zwischendurch was sagen. Deswegen, ich würde sagen, ich lese mal kurz vor, Gebet, also Prügel, Gebet, ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, stellt einen Teil deiner Gesundheit mit der Zeit wieder her, Rage, eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht, sowie Energiebeschränkungen aufhebt, Erdbeben, dein mächtigster Verbündeter steigt herab, um dir zu helfen und zerschmettert deine Gegner mit einem riesigen Hammer, Rammen, ein mächtiger Sturmangriff, der Gegner nicht nur schadet, sondern sie benommen machen oder zu Boden werfen kann, Täuschung, Gebet, ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, erhöht die Energieregeneration. Phasenwechsel, Harkin wechselt in die Schattendimension, sein nächster Angriff ist vernichtend, bringt ihn aber wieder zurück. Stich, eine blutrünstige übernatürliche Assassine sprintet auf ihre Beute, um sie zu töten oder ihr schweren Schaden zuzufügen. Mimikry, ein magisches Phasenwesen folgt dir, wiederholt deine Handlungen und verursacht den gleichen Schaden wie du. Das ist ja geil. Trost, Gebet, ein bewegungsloser Killer, der die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich zieht, erhöht die Magieregeneration. Obdach, eine Schutzhülle, die alle Widerstände erhöht und erlittenen Schaden spiegelt. Benommenheit, eine mächtige Kraft versetzt die Gegner in Furcht, verlangsamt sie und reduziert ihre Widerstände. Bestrafung, Auge um Auge, feindliche Angriffe werden gerecht, indem der Gegner betäubt wird. Okay, ich würde sagen, wir nehmen Täuschung. Da ich die anderen beiden schon spiele, würde ich ganz gerne mal was komplett Neues ausprobieren. Wir nehmen Täuschung. So, dann haben wir Ausrüstung. Wir können Schurke nehmen, Kleriker oder Krieger. Ich habe bisher immer den Kleriker genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hat den höchsten Rüstungswert. Balance ist auch ganz gut. Gewicht ist der am zweitleichtesten. Schaden macht er 22, Schaden macht der Krieger 17 und der Schurke macht 8 Schaden. Das ist nicht viel. Ich würde aber sagen, wir nehmen diesmal... Der spielt sich eigentlich ganz gut, eigentlich sage ich mal. Wobei ich immer den Fehler gemacht habe, mehr Rüstung anstatt Geschwindigkeit. Ich würde sagen, wir nehmen den Krieger. Die Standardausrüstung für Gefangene, die begnadigt und rekrutiert wurden. Stahlplattenpanzer bieten dem Soldaten ausgezeichneten Schutz auf Kosten der Beweglichkeit. Die Ausrüstung wird durch ein zweckmäßiges Schwert und einen eben solchen Schild ergänzt. Ein von Kampfmönchen des Nordens geschmiedetes Rüstungsset. Dank seiner guten Balance zwischen Beweglichkeit und Verteidigung, zusammen mit einer schrecklichen, stumpfen Waffe und einem hochwertigen Schild, ist dieses Set eine gute Wahl für ein Multitalent. Diese überwiegend von Dieben und Gaunern getragene Lederrüstung ermöglicht gute Beweglichkeit. Für ein paar Deutsche ist eine einfache, aber schnelle und tödliche Waffe. Abgerundet wird diese Ausrüstung durch einen Faustschild, der primär für Konter genutzt wird. Ich weiß nicht, wie die Ausrüstung allgemein später wird, aber ich würde sagen, wir nehmen Krieger oder den. Schaden macht er nur 8 und der 17, ne? Ja. Schwierig, ich kann mich nicht entscheiden. Der Kleriker habe ich jetzt die ganze Zeit gespielt, bin ich ganz ehrlich. Deswegen dürfte es vielleicht ein bisschen langweilig werden, wenn ich den schon wieder nehme, für mich persönlich. Ich würde sagen, wir nehmen den Schurken vielleicht. Bessere Waffen kriegen wir so oder so. Ich hatte mit Kleriker jedes Mal immer relativ gute Waffen bisher gekriegt. Ich glaube, wir nehmen... Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hasse so. Schaden 17, Schaden 8. Kraft 100%, 100%. Gewicht 1,0, 0,7. Rüstungswert 5, 3. Balance 8, 2. Gewicht 1,5.
05. Der ist natürlich am leichtesten von allen, ne? Hat aber Rüstung. Der hat den höchsten Rüstungswert. Ich versuch's mal mit Geschwindigkeit. Wir nehmen den jetzt. Punkt aus. So. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit dem hier. Hat sogar mehr Heiltränke. Krass. Die anderen haben nur 5. 3 sogar. Gut, wir fangen jetzt mal an mit dem Schurken. Und los geht's. Hinweise? Kaffee trinken? Frisch gebrühter Kaffee. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. Grundlagen. Gegen einen Roger anzutreten ist eine große Herausforderung. Um die Grundlagen zu erlernen, nähere dich dem Marodeur direkt vor dir mit linker Stick. Tipp, wenn du jetzt keine Hilfe brauchst, drück einfach Kreis. Ich würde sagen, wir lassen die Hilfe jetzt erstmal weg. Ich kenne die Steuerung ja schon. So, bin ich mal gespannt, wie... Boah, der Typ ist ganz schön flink. Autsch, das... ja... Ich bin in dem Schild hängen geblieben. Was war das denn jetzt? Okay. Vielleicht habe ich doch die falsche Klasse gewählt, wer weiß. Alter, der macht ja gar keinen Damage, der Typ.
Wow. Okay, falsche Klasse, definitiv die falsche Klasse gewählt. Ich geh nicht auf den... Alter. Boah, der Schurke ist ja voll langweilig. Also voll langsam. Oha. Alter Finne. Ich muss jetzt schon 3 von diesen scheiß Tränken nehmen. What the fuck? Alter, ich hatte da am Anfang keine Probleme gehabt. Leck mich fett. Na, das wird ein Spaß. Das wird ein richtiger Spaß mit dem. Der ist zwar schön flink und schnell, aber der macht da keinerlei Damage, der Typ. Der macht da keinen Damage. Gut, wir hören uns jetzt mal die Schrift aller Rollen an. Vielleicht kriegen wir später eine bessere Waffe. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch, es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge, es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein. Cool, dass er das in Deutsch macht. Gut, wir reden mal mit dem Typen hier. Sie ist verschlossen. Ach nee. Kaslow, du verlierst immer noch Blut. Ach, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Okay. Es wäre eine Schande, wenn du es nach all dem nur bis zur Türschwelle schaffen würdest. Ich habe solche Verletzungen schon behandelt. Ich kümmere mich darum, sobald wir drinnen sind. Wie finden wir Antanas? Wie finden wir Antanas, wenn wir es reingeschafft haben? Der Mann, den wir suchen, er will gefunden werden. Okay, gibt es Überlebende? Ich sehe nur Leichen. Keinen einzigen Überlebenden. Antanas würde sein Leben geben, um sein Volk zu schützen. Wenn er noch lebt, dann gibt es auch noch andere. Wie öffnen wir die Tür? Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter? Oder einen Schlüssel? Gut, wir müssen jetzt einen Schlüssel finden. Gut. So, ich muss dazu sagen, ich habe schon mal ein gutes Stück gespielt bei dem Spiel. Deswegen weiß ich auch, wo ich lang muss. Okay, bei dem macht es gut Damage. Deswegen, also... Wie gesagt, ich weiß schon, wo ich hin muss und so. Ich habe bis zum 3. Boss gespielt schon. Deswegen weiß ich auch, wo die Gegner alle sind und alles. Au. Okay, gut. Bei den kleineren gibt es weniger Probleme. Ich glaube, bei dem anderen hatte ich einfach mal Pech gehabt. Einfach nur. So. Erstmal den da oben kümmern wir uns. Oh, voll daneben. Der lebt noch. Warum? So, jetzt nicht mehr. Schriftrolle. Es ist in mir. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach, dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Gute Entscheidung. So, wir haben gerade ein paar Sachen gekriegt. Und zwar haben wir noch einmal Heiltränke gekriegt, wenn ich gerade richtig sehe, und eine versiegelte Rune. Gut, Faustschild haben wir. Schurkenstiefel. Das Menü ist ein bisschen unhandlich. Finde ich ein bisschen blöd gemacht, aber ist ja egal. So. Mal sehen, wie ich mich mit dem Schurken hier schlage. Alter. Die hängen mir zu nah aufeinander. Wobei, wir sind sehr flink. Wer entfernt sich zuerst? Den links kann ich zum Beispiel nicht anvisieren, obwohl ich ihn vollständig sehe. Ah, jetzt, okay. Ah, so kann ich wechseln, okay. Wir nehmen den da vorne. Und
So. Hat uns zwar einmal getroffen, aber kann nicht leben. Der kriegt einen Wutanfall. Ah, okay. Die Dinger müssen wir aufsammeln. Das sind nämlich, kriegen wir Waffen und all sowas. Okay, und eine versiegelte Rune. War hier nicht irgendwo noch eine Kiste? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kisten sollten wir ganz dringend öffnen und ich muss ein bisschen mehr drauf achten. Bei meinem ersten Spieldurchgang habe ich sehr oft Kisten übersehen. Die fallen auch nicht gerade wirklich auf. Das sind solche Dinger hier. Teilweise. Und deswegen gucke ich mich jetzt gerade mal ein bisschen hier um. Ich lasse mir auch Zeit. Also nur das Spiel ist keineswegs schnell. Da verliert man eh sofort. Deswegen schön viel Zeit lassen. War hier hinten eine Kiste? Genau. Ich hatte... Hatte ich vorhin ja kurz erwähnt. Ich habe bis zum dritten Boss gespielt. Da hänge ich momentan fest in meinem privaten Spiel. Deswegen... Das war klar. Komm her. So. Aber das ist nicht schlimm, denn ich weiß, wie ich den Boss besiegen kann. Bei dem dritten Boss ist es Geschwindigkeit. Die anderen zwei waren keine Probleme. Scheiße. Und zack. So. Lieber Vater, die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an, gib Acht. Etwas Böses geht vor sich, das kann ich spüren. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen, was auch immer geschieht. Antanas kann uns retten. Bitte. Danke. Bitte gib auf dich Acht. Entschuldigung, ich dachte, der Dialog wäre schon vor Ende. Herausforderung. Du solltest dir merken, wo diese magischen Portale findest und auch die anderen. Es öffnet sich, wenn du einen mächtigen Gegner besiegt hast. Ein Gegner, ein Portal. Tipp, auf der anderen Seite wartet immer eine Belohnung, aber du bekommst sie nicht immer geschenkt. Ja, ist mir schon klar. So, da oben ist wieder so ein großer. Komm her. Ich mag es, wenn die Charaktere schön schnell flink sind. Der Kleriker ist zwar auch schnell, aber der hat zu viel schwere Rüstung. Alter. So, ich sippe mal einen kurz. Nicht zu gierig werden. Eieieiei. Kann ich mal kurz durch? Danke. Uiuiui. Boah, der ist ja schon ein halber Endgegner hier. Mit dem Schurken. Boah, voll die schlechte Wahl erwischt. Alter, was für ein Damage. Oh, wow, wow, wow. Jetzt wünsche ich, ich hätte den Fernkampfangriff. Das wird nicht mein erster Tod hier. Das kannst du voll knicken, Junge. Nicht hier. So. Puh. Boah, was für ein Drecksack. Was für ein Drecksack. Geh erstmal hier runter. Na komm, steh auf, Junge. Hallo? Wollte schon gesagt haben. So, und jetzt du. Wir bauen dringend eine neue Waffe mit dem hier. So. Riesenschlüssel. Eier. Stimmt, jetzt haben wir einen Schlüssel. Also im Grunde hätten wir gar nicht hier oben lang gemusst, aber wollte ich trotzdem machen. Das kriegen wir erst später auf. Ist jetzt erstmal zweitrangig, würde ich sagen. Ich bin lieber vorsichtig hier. Was haben wir hier? Ein Energiesplitter. Energiesplitter brauchen wir, um unsere Energieleiste, diese lila-blaue da, zu aktivieren, beziehungsweise wieder aufzufüllen. Mana-Tränke, sage ich jetzt mal.
Hier war doch irgendwo noch eine Truhe. Ich könnte schwören, dass hier noch eine Truhe war. Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Ich finde, grafisch sieht das Spiel richtig, richtig geil aus. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht so sehen, weil es von der PS4 Pro direkt aufgenommen wird hier. Da ist natürlich die Qualität nicht ganz so Hammer. Ich würde es am liebsten am PC aufnehmen. Allerdings lässt mein PC das im Augenblick überhaupt nicht zu. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist. Und da geht direkt mal Bildschirmschoner an. Also von meinem PC. Ich habe ja den zweiten Monitor hier aktiv. So, dann können wir jetzt die Tür öffnen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Hilf mir. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hier, das hilft dir sicher weiter. Kurz einen Schluck Kaffee getrunken. Jetzt fällt mir ein, jetzt kommt der erste Endgegner. Das wird ein Spaß mit der Figur. Gut, ich kenne zwar seinen Rhythmus und alles, aber das wird trotzdem... Oh. Das wird ein langer Kampf. Naja, es ist ein angespielt, nur mal kurze Info. Also kein Let's Play oder sowas. Einfach nur mal zu gucken, wie ich mich hier schlage. In Bloodborne hat es ja nicht so gut funktioniert, aber hier dürfte es vielleicht ein bisschen besser laufen. Wir fangen mal direkt an. Der trifft einen immer mit dem Schild. Ja, die Framedrops übrigens sind von der PS4, nicht von der Aufnahme jetzt. Boah, das wird ein Spaß. Klar, das ist das Schild. Alter, der natzt mich ja voll weg. Ja, du mich auch. Das Gute ist, wir haben wieder alle 5 Heiltränke. Ja, da war ich zu spät. My fault. Naja, komm, du mit deinem Riesenschild. Riesenschild Gartner ist sogar stärker als du. So, Phase 1. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. War das jetzt schon dieser Phase? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Ich weiß es nicht. Nein. 3 Hebe kriege ich hin. Ist auch gut in Ordnung. Naja, komm. Ich will übrigens, hatte ich erwähnt auf der PS4? Ich finde die Steuerung besser als auf dem PC, beziehungsweise als mit dem Xbox-Controller, den ich habe. Na, bam. Nein, zweimal nicht getroffen. Boah, gut, dass der Typ, nein, so flink ist. Weil ich mich kurz an der Nase kratzen bin, an den Schlag, an den starken Angriff-Knopf gekommen. Na ja, komm. Komm hier, mein Freund. Jetzt kommt die Phase, die ich, wo ich nicht in die Ecke gedrängt werden darf. Ganz wichtig bei dem Spiel ist es, niemals an einer Stelle stehen bleiben, immer in Bewegung bleiben. Am besten immer im Kreis. Das ist meine Taktik zumindest. Ah ne, das war die letzte Phase.
Ich glaube, jeder Gegner hat 4 Phasen insgesamt, die man so oben so schön sehen kann. Oh, na, ai. Da war ich zu gierig. Boah, habe ich Schwein gehabt. Ich nehme mal einen Trank zur Sicherheit. Nein, scheiße, Felsen. Oh. Ja, schaffe ich nicht mehr. Ist aber egal. Ich darf nicht an die Wand, ich muss genau in der Mitte bleiben. Ja, der blockt natürlich sofort. Dein scheiß Schild. Oh oh. Da, die Phase meine ich. Uiuiuiui. Ja, der Schurke ist ganz gut. Der muss zwar viel einstecken, aber der ist sehr flink und das gefällt mir. Da wurde ich zu gierig. Noch einen Trank nehmen. Gut, dass wir so viele Tränke haben. Ach, deswegen. Ah, okay. Da, 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 da. Ba, da, 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 bam, 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 bam. Ba, da, 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 bam, 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 bam. Wenn man den Gegner auf Distanz hält, dann ist er gar nicht so stark. Und bam! Erster Hüter. Was war das? Einer dieser Herrscher, von denen Kaslo mir erzählt hat? Tja, das war der erste Boss. Und wir haben ein Großschwert erhalten. Ein beständiges Großschwert, das natürlich schlechter ist, als unsere jetzige Waffe ist. Ach, ein Witz. Wir kriegen sehr viel Scheiß, das ist das Problem gerade. Also allgemein das Problem. Aber auch einiges Gutes. So. Charakterentwicklung. Du trägst die Erfahrung, die du durch das Besiegen von Gegnern gewinnst, bei dir, bis du sie entweder verwendest oder stirbst. Je mehr du bei dir trägst, desto bessere Belohnungen erbeutest du von Gegnern. Wenn du deine bisher gesammelte Erfahrung jedoch nicht verlieren willst, solltest du sie an Speicherpunkt splittern wie diesem hier sichern. Im Fall, dass du stirbst, bleibt sie dir so erhalten, dafür wird aber dein Beutemultiplikator zurückgesetzt. Es hat also Vor- und Nachteile. Durch das Ausgeben von Erfahrungen, bla 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 bla, okay. So, den Rest ist irrelevant, seht ihr eh nicht, also. Touchpad, können wir den Attribute aktivieren, also. Erstmal hier, allgemein. So, wir haben jetzt erstmal Attributepunkte, die wir in Stärke, Vitalität und ausrüsten können. Ich würde sagen, wir nehmen Vitalität, Stärke und erhöht den Schaden mit schnellen Waffen, liefert aber auch eine leichte Steigerung der Energie. Hier. Wobei, das ist gar nicht mal so wichtig. Gerade. Er mal 20. Glaube, Magie brauchen wir eh nicht so viel. Gesundheit und Stärke allgemein. Mal erstmal so. Macht keinen Unterschied. Ich würde sagen, wir machen erstmal mehr Gesundheit. Da können wir mehr einstecken auch. So, und hier können wir dann Gebet und all sowas. Machen wir später alles. So. Wir speichern eben. Weil wir haben jetzt eh keine Gegner mehr. Und falls das Spiel abschmiert, wissen wir ja. Das Spiel ist ja bekannt dafür, dass es zwischendurch abschmiert und... Ich finde interessant, die Bänke stehen alle wieder. Oder habe ich die... Doch, die habe ich alle weggenutzt. Das geht nicht, wir sind in einer Kirche. In einer Kirche dürfen keine Bänke stehen. Also nicht bei mir. Man hat damals auf den Knien gebetet. Deswegen... Bänke weg, Bänke weg, Bänke weg.
So, zack und zack. Ich bin schon halb durch die Bank gelaufen, weißt du, und dann wird sie erst zerstört.